Die Götterdämmerung des Steinbocks im Jahr 2023. Im März diesen Jahres tritt Saturn, Herrscher des Zeichens Steinbock, ins Zeichen Fische, in ein Wasserzeichen, und fast zugleich verlässt Pluto den Steinbock schon einmal für 3 Monate Richtung Wassermann. Damit findet eine Art kosmisches Vorspiel zur Götterdämmerung des Steinbocks und des Erdzeitalters statt, aus dem wir nun eben gerade herauswachsen. Wobei die Runderneuerung des Steinbock-Prinzips für unsere nähere Zukunft bereits im Jahr 2020 einen zentralen Startpunkt hatte, nämlich die Saturn-Pluto-Konjunktion vom 12. Januar 2020, zugleich Startsignal für die weltweite Corona-Pandemie, die vieles ins Rollen gebracht hat und im Moment nun ja tatsächlich am Ausklingen ist. Solange Pluto selbst noch durch Steinbock wandelt, hat er weiterhin dringende Aufgaben bezüglich des Aufdeckens und Eliminierens kollektiver Altlasten und festgezurrter staatlicher Strukturen. Saturn-Pluto steht ja zudem auch noch für die dunkelsten Machtgelüste der Menschheit, sodass der Ausbruch des Ukraine-Kriegs hier ein Fanal setzte, welches weltweit Widerstand gegen althergebrachte territoriale Kriegsmethoden, eben dem Erdzeitalter zugehörig, erzeugte. Diese in alten patriarchalen Denkmustern verhafteten Druck- und Zwangshandlungen werden nun immer deutlicher als sinnlos und unmenschlich aufgezeigt, in persona dargestellt von realitätsfremden Kriegsherren und Kriegstreibern. Saturn nunmehr, sozusagen Hüter und Chef des Steinbocks, symbolisierte 2018 bis 20 durch Steinbock laufend und 2021 bis März 23 durch Wassermann, symbolisierte noch große Macht des Alten. Denn beide Zeichen, Steinbock und Wassermann, beherrscht er ja selbst. Der neue Herrscher in Wassermann ist zwar der Uranus, aber in der klassischen Astrologie ist Saturn auch Herrscher von Wassermann. Saturn als Prinzip manifestiert sich nun mal durchaus auch als Gesetz, Ordnung, Staatsapparat, sogar als Regelwut, Vorschriften, Einengung bis hin zum Eingesperrtwerden. Obwohl Saturn in Wassermann bereits Prüfungen mit sich brachte, ob neue Ideen und Technologien schon tauglich wären, verliefen diese innovativen Entwicklungen immer noch im Rahmen der alten gewohnten Apparate, Denk- und Machtstrukturen. Bestes Beispiel dafür lieferte das deutsche Verteidigungsministerium, das von grundlegender Neugestaltung und Umstrukturierung noch so weit entfernt schien wie Saturn von der Erde. Die alten Fehler hängen zäh, kleben sozusagen und behindern den Fortschritt,
Und da sehen wir eben nicht nur Klimaaktivistinnen kleben, sondern auch die alten saturnischen Strukturen und Muster. Götterdämmerung des Steinbocks meint nun, der alte Steinbock Saturn muss von seinem hohen Ross oder auch hohen Panzer heruntersteigen und sich im Zeichen Fische einer grundlegenden Wandlung bzw. rundum Erneuerung unterziehen. Saturn muss sozusagen gesellschaftsfähig für das 21. Jahrhundert werden. Seine aktuelle irdische Erscheinung entspricht in vielen noch den Vorgaben des 19. und 20. Jahrhunderts. Erst kürzlich konnten wir in den Nachrichten hören, dass Temporegelungen im Verkehr deutschlandweit nicht sinnvoll geändert werden können, weil immer noch Verkehrsgesetze aus den 30er Jahren von Nationalsozialisten gemacht gelten. Das ist nun wirklich ein Spaß für den sozusagen alten Saturn, der alles möglichst konservieren und Änderungen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben möchte. Nicht zufällig verteidigen viele konservative Parteien oder noch deutlicher autoritäre Regimes solche althergebrachten Methoden, Systeme oder Sichtweisen. Im März gelangt nun Saturn ins weich fließende empathische Zeichen Fische und findet, auch dann, wenn er etwas später wieder rückläufig wird, den Weg nicht mehr zurück ins Zeichen Wassermann, das ihm ja wesentlich angenehmer wäre. Hier in Fische wird er nun, aus unserer alten Perspektive betrachtet zumindest, deutlichen Machtverlust erleben, seine starren Grenzsetzungen in Richtung Flexibilität, Ganzheitlichkeit und verantwortungsvolles Agieren für sozial benachteiligte Tiere oder eben Mutter Erde insgesamt selbst aufweichen müssen. Welch eine tragische Ironie! Ist doch Saturn ursprünglich selbst ein Sohn der Gaia, der Erdmutter, und im Zeichen Steinbock durchaus erdverbunden und absolut verantwortungsfreudig. Aber indem wir seine Kraft und Macht falsch aufgefasst und verzerrt haben, haben wir ihn zu einem Popanz gemacht, zu einem Zerrbild der ursprünglich weisen, die Gaia liebenden Saturnkraft. Die Götterdämmerung, wie ich es bezeichnet habe, ist somit kein Weltenbrand wie in Wagners gleichnamiger Oper, sondern ganz im Gegenteil ein Befreiungsakt für die gefesselte, pervertierte Saturnenergie, die kollektiv großteils missverstanden wurde, ausufernd in Handlungen, die sich zunehmend gegen ursprüngliche Lebensprinzipien richteten. Saturn will ja überhaupt nicht einengen, wenn wir ihn im ursprünglich authentischen Sinn verstehen. Schon gar nicht will er richten und erst recht ist er kein gnadenloser Karma-Vollstrecker. Dafür haben wir genügend hörige Staatsdiener, die Millionenakte gegen Natürlichkeit und Menschlichkeit vollstrecken. Da brauchen wir keinen Saturn dazu. Ursula Strauss hat bereits 1999 ein wichtiges Buch vorgelegt, das diese Sichtweise ausführlich und wirklich wunderbar darlegt,
diese Sichtweise nicht nur kollektiv, sondern auch aufs Individuelle bezogen. Das heißt, die Wandlung Saturns, eine ganzheitliche Betrachtung des Hüters der Schwelle. Man höre und staune. Saturn ist also aus anderer Perspektive doch kein spießiger Aktenhengst, kein Despot, kein Kontrolleur oder gar Freiheitsberauber. Nein, Hüter der Schwelle. Der echte, uralte, lebendige Saturn wird also aufatmen können, wenn sich im subtilen Feld der Fische endlich seine falschen Kostüme, seine fragwürdigen Zuschreibungen und festgezurrten gesellschaftlichen Kodizes, seien sie moralischer oder politischer Natur, relativieren, auflösen und sogar zersetzen dürfen. Freilich, erst einmal schwimmen die alten Wert-, Moral- und Denkvorstellungen im Feld der Fische, fallen ins Netz des Ungewissen. Und dadurch erheben sich im Kollektiv häufig auch Ängste und Unsicherheiten, die dann gleich wieder die Verteidiger der althergebrachten Werte auf den Plan rufen. Besonders massiv erlebt das jetzt schon die katholische Kirche, selbsternannte Gralshüterin jenes alten, missgebildeten Saturn, der bildlich als Knochenmann oder Todesengel daherkam, statt als fundamentale Urkraft des Lebendigen, was er doch eigentlich ist. Die Kirche wird diesem ätzenden Zersetzungsprozess im 21. Jahrhundert wohl kaum standhalten können. Vor allen Dingen, wenn dieses Jahr und noch stärker 2024/25 Pluto in Wassermann auch noch daran gehen wird, völlig neu vernetzte geistige Haltungen und Glaubensformen zu etablieren, die der Schwarmintelligenz huldigen, aber mit papistisch-römischem Zentralismus so gar nichts anfangen können. Auch jeder von uns kann sich diesem heilsamen Saturn, der da ab März 2023 im Gewand von Saturn in Fische daherkommt, anheimgeben. Das Harte wird in Fluss gebracht und gemildert. Die eigenen Starrheiten dürfen sich zeigen und können beginnen, sich zu lösen. Das Weiche möchte den harten Fels schleifen. Und wie ihr wisst, das Weiche besiegt letztendlich das Harte. Erstaunlicherweise. Gerade das Prinzip harte Männlichkeit, ein falsches Ideal, einem absolut antiquierten Mars-Saturn-Bild entsprungen, wird nun von diesem Wind der Veränderung massiv betroffen sein. Endlich können sich Männer nun auf ähnlich empfindsamen Ebenen wie Frauen gesellschaftlich bewegen und zeigen. Wenn auch dennoch auf ihre eigene Art, die es weiterhin zu entdecken und auszutauschen gilt. Ich möchte schließen mit einem wichtigen Zitat aus dem Buch von Ursula Strauss, Die Wandlung Saturns. Ein Zitat, das zeigt, wie diese Wandlung sich dann auch auf der persönlichen Ebene
als tiefe Transformation äußern kann. Während der kämpfende Held den Drachen tötet und seine Individuation dadurch antreibt, dass er sich im Gegensatz zum Umfassenden, zum Einen oder zum Weiblichen definiert, muss die weibliche Energie zur Individuation eine andere sein. Mit Saturn finden wir sie vor. Wir erlangen erst dann eigenverantwortliche Autorität und Macht über unser Leben, wenn wir die Erde, das Eine, das umfassend Weibliche, achtungsvoll respektieren. Denn einen Kampf dagegen können wir nie endgültig gewinnen. Wir alle sind vom Weiblichen hervorgebracht worden und achten wir diesen Ursprung trotz seiner sogartigen Wirkung nicht, gibt er uns nicht frei und wir werden letztendlich jeden Kampf verlieren. Das Weibliche hat ebenso wie das Männliche eine Seite, die uns zur Individuation und somit Befreiung von ihm selbst beauftragt. Nur erlangen wir sie hier nicht mit Kampf gegen das Verschlingende, sondern mit Achtung und Respekt vor ihm. Dazu gehört, dass wir das in Saturn selbst bestehende Paradox ertragen, lernen, dass wir sollen, was wir wollen, oder dass unsere Mutter im weitesten Sinne von uns ebenso frei werden will, wie wir von ihr. Und hier meint sie mit Mutter einerseits den tiefen psychologischen Prozess der Elternablösung, der Mutterablösung, der uns zu wahrer Freiheit führt, ohne die Liebe zur Mutter zu verlieren. Und kollektiv ist natürlich Gaia gemeint, Mutter Erde. Und Ursula Strauss postuliert eben hier die weibliche Seite des Saturn deswegen, weil Saturn als Sohn der Gaia nicht nur diese strukturierte, scheinbar patriarchal männlich harte Ebene darstellt, sondern in der Tiefe am Grund einen ganz zentralen Bezug zur weiblichen Kraft hat. Und so hat auch das Sternzeichen Steinbock nach dem männlichen Zeichen Schütze eine weibliche Polarität, was sich daraus erklären lässt. Ich wünsche uns allen, dass die Götterdämmerung des Steinbock tatsächlich zu einer tiefgreifenden, hilfreichen Wandlung der Gesellschaft und unserer selbst führen darf. Danke fürs Zuhören. Tschüss.